Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wurde vor kurzem in den Kommentaren gefragt, was ich davon halten würde, dass hier in meiner Nähe, um genau zu sein, in Neustadt an der Weinstraße, ein Supercharger-Standort geplant sein soll. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts davon gehört. Also habe ich selbst erstmal gegoogelt und bin auf diesen Eintrag hier gestoßen von Tesla Mac. Und wenn man da mal drauf geht, dann gibt es hier einige Informationen zu den geplanten Standorten in Deutschland. Und hier ein Stück weiter runter gibt es dann hier einen Link auf diese Webkarte. Und hier habe ich dann ganz einfach mal den Standort Neustadt an der Weinstraße eingegeben. Und wie man sieht, erscheint hier dann auch ein Blitz für diesen geplanten Standort. Wenn man hier mal ein bisschen in die Karte reinzoomt, dann sieht man, dass hier die B39 verläuft. Hier ist ein großer Kreisel. Direkt an diesem Kreisel befindet sich ein McDonald's. Das ist ja von mir nicht weit entfernt. Dann kommt noch mal ein weiterer Kreisel. Das hier müsste das Areal vom Globus Baumarkt hier in Neustadt sein, beziehungsweise der Parkplatz vom Baumarkt. Ich glaube, hier ist auch eine Waschanlage meines Wissens, so wie ich es jetzt im Kopf habe. Ich habe das jetzt mal größer gezoomt und weiß, wo das ungefähr sein müsste. Wenn man auf diesen Blitz bzw. auf dieses Symbol klickt, dann wird hier angezeigt, dass die Eröffnung geplant ist für das dritte Quartal in 2023. Heute ist der 20. August. Wenn die Eröffnung wirklich im dritten Quartal stattfinden soll, dann müsste man ja vielleicht vor Ort schon was erkennen können. Und deswegen fahre ich jetzt einfach mal dahin, weil von mir aus sind das ja gerade mal 7 Kilometer Entfernung. Nur ganz kurz eine Bitte in eigener Sache. Wie jeder, der einen YouTube-Kanal hat, möchte natürlich auch ich, dass meiner wächst. Und deswegen bin ich auf euch angewiesen. Sollten dir meine Videos also gefallen, dann gib mir doch bitte ein Like und abonniere gern meinen Kanal. Denn das hilft mir und dem Algorithmus, dass meine Beiträge noch mehr Leuten angezeigt werden. Und darüber würde ich mich sehr freuen. So, wir befinden uns jetzt in diesem Kreisel an der B39 und hier geht es ab Richtung Globus Baumarkt und hier kommt der zweite Kreisel, den man vorhin auf der Karte gesehen hat. Hier ist eine Waschstraße. Wir fahren hier jetzt raus. Hier ist eine Tankstelle. Und der Mediamarkt. Und ich suche mir jetzt hier mal einen Platz zum Parken. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von oben an. So wie das bei Tesla auf der Karte eingezeichnet ist, müssten eigentlich genau in dieser Reihe, wo jetzt dieses rote Wohnmobil steht, sollten dann die Supercharger-Plätze hinkommen. Globus plant sowieso über die vorhandenen Lademöglichkeiten hinaus mit Tesla zu kooperieren und Supercharger-Lademöglichkeiten an ihren Standorten auszubauen. So, ich stehe jetzt genau hier, wo die Supercharger-Plätze hinkommen sollen, laut Tesla. Hier kann man noch
gar nicht sehen, ob hier irgendwas passieren wird in nächster Zeit. Aber ich glaube, so arg lange dauert das auch gar nicht, so einen Supercharger hier hinzubauen oder wohin auch immer. Die eigentliche Frage ging ja darum, was ich davon halte, dass hier ein Supercharger-Standort entstehen soll. Wenn man sich mal die Karte ansieht, dann fällt einem schon auf, dass hier ein Loch klafft. Und Neustadt an der Weinstraße wäre meiner Meinung nach ein guter Standort, um dieses Loch zu schließen. Ich persönlich finde es gut. Ich finde allgemein jeden weiteren Supercharger-Standort gut, weil man halt so immer flexibler wird, wenn man auf Langstrecke unterwegs ist. Jetzt speziell an diesem Ort bringt mir das keine großen Vorteile. Zu Hause ist es ja bei mir so, dass ich in der Regel an meiner eigenen Wallbox lade nach Möglichkeit, da wir halt auch eine Photovoltaikanlage haben. Allerdings, wenn man jetzt wirklich mal eine größere Strecke zu fahren hat und das vielleicht spontan oder man hat mal vergessen vollzuladen, kann sich der Standort hier, wenn denn wirklich ein Tesla Supercharger hier hinkommt, als praktisch für uns erweisen. Wie gesagt, sehen kann man hier noch nichts von diesem Vorhaben. Lassen wir uns mal überraschen. Könnte in nächster Zeit vielleicht noch spannend werden. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und öfter mal hier vorbeischauen. Wenn hier irgendwelche Aktivitäten stattfinden sollten, dann werde ich auf jeden Fall darüber berichten. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal.